Ein 15-Jähriger liegt am Boden. Zwei Polizisten beugen sich über ihn. Der Jugendliche kann sich nicht mehr bewegen. Das Video sorgt für große Aufregung. Ein Fall von übertriebener Polizeigewalt, jetzt auch in NRW. Ich finde es völlig unverständlich, wie in diesem Einsatz, wo dieser junge Mann ja bereits am Boden liegt und ja bereits auch schon fixiert ist, warum in dieser Situation der Polizist mit seinem Knie noch auf den Hals bzw. auf den Kopf des jungen Mannes drückt. Und das muss jetzt aufgeklärt werden. Aus meiner Sicht kann das aber eigentlich nicht verhältnismäßig sein. Hier in der Düsseldorfer Altstadt ist das Ganze passiert. Der 15-Jährige soll am Samstagabend Polizisten angegriffen haben, sodass die Beamten ihn auf dem Boden fixierten. Das Vorgehen ist laut Polizeigesetz nicht grundsätzlich verboten, muss aber gerechtfertigt sein. Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor einer Vorverurteilung. Wichtig ist, dass Polizei rechtsstaatlich handelt. Und deswegen muss der Sachverhalt auch aufgeklärt werden. Aber zum rechtsstaatlichen Handeln gehört auch und zur Bewertung, dass der gesamte Vorgang bewertet werden muss, was vorher und nachher passiert ist, nicht nur die 15 Sekunden. Die Polizei Duisburg hat jetzt die Ermittlungen übernommen. Es geht um ein sogenanntes Beamtendelikt. Auch das NRW-Innenministerium verspricht Aufklärung. Man werde einem eventuellen Fehlverhalten konsequent nachgehen, so ein Sprecher. Und seit 12 Uhr hat der NRW-Innenminister in Düsseldorf zu einer Pressekonferenz geladen. Marc Steinhäuser ist für uns dort, ist vor Ort. Was hat Herbert Reul zu den Bildern, die wir gerade gesehen haben, zu sagen? Ja, Thomas, wir erleben hier einen anderen Herbert Reul als sonst. Wir kennen Herbert Reul als Innenminister ja als Mann der schnellen und flotten Sprüche, der deftigen Worte. Und Herbert Reul hat hier sich sehr vorsichtig ausgedrückt und hat gesagt, er möchte das weder rechtfertigen, das Verhalten in diesem Video, noch möchte er das vorverurteilen. Man nehme den Vorgang sehr ernst und wolle den sehr genau prüfen. Er habe aber auch sich sehr erschrocken gezeigt, als er die Bilder zum ersten Mal gesehen hat. Das hat Innenminister Reul hier gerade vor wenigen Minuten in Düsseldorf gesagt. Und jetzt liegt das Ganze eben zur Prüfung in Duisburg. Es gibt wohl einen ersten Zwischenbericht, das haben wir gerade gehört. Demnach soll dieser Gesamtvorgang dieser Fixierung etwa 2 bis 3 Minuten gedauert haben, so sagen das die Behörden. Und damit will der Innenminister auch noch mal darauf aufmerksam machen, dass man nur einen Teil des Videos, einen Teil dieser Szene bisher kennt. Dankeschön, Marc Steinhäuser. Später dann noch mal zu dir, dann allerdings zu diesem Thema.